Vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen im Saal, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Ja, Herr Kollege Dr. Oppenring, Lob nehmen Sie mit von allen, auch von mir, für diesen Antrag. Sie haben im Antragstext bei der Feststellung des Landtags zu Recht ausgeführt, dass es im Jahr 2009 einen gemeinsamen Entschließungsantrag aller Fraktionen gab. Der Kollege Mustovisade hat gerade mal in Aussicht gestellt, dass wahrscheinlich es auch hier in diesem Fall am Ende, und das sollte Zielsetzung sein, einen möglicherweise gemeinsamen geänderten oder vielleicht sogar gleichlautenden Antrag gibt. Der Antrag beschreibt zutreffend die Situation in der Finanzverwaltung NRW und zeigt wirklich bemerkenswerte Perspektiven für die weitere Entwicklung auf, die der Herr Finanzminister sicher auch aus seiner Sicht gerne bereit ist, demnächst mit aufzugreifen und daran mitzuwirken. Die präzise Standortbestimmung, die darin enthalten ist, die werden wir natürlich, was die Finanzverwaltung und auch vor allen Dingen die Ausbildungssituation angeht, wie schon erwähnt, mit dem Unterausschuss Personal demnächst einmal in Nordkirchen selbst in Augenschein nehmen können. Ja, es wurde schon erwähnt, die Finanzverwaltung ist Dreh- und Angelpunkt der Einnahmen des Staates, auch des Landes. Und hier braucht es eine, wie im Antrag der CDU erwähnt, ausreichende, sehr konkrete Evaluation der Zukunftsperspektiven. Wir dürfen dabei nicht vergessen, und das möchte ich dann doch einmal erwähnen, natürlich, Herr Kollege Dr. Oppenring, sind die Punkte, die Sie zwar sehr ausführlich ausgeführt haben, noch sehr pauschal, und hier wird man vielleicht in die Konkretisierung im Rahmen der Ausschussberatung noch mal tiefer einsteigen können. Und insbesondere auch, was die demografische Entwicklung innerhalb der Finanzverwaltung und im öffentlichen Dienst allgemein angeht, gibt dies natürlich durchaus auch Grund zur Sorge. Und wir halten daher eine klare Aussage zu weiteren Einstellungen, gemeinsam übrigens auch mit der Deutschen Steuergewerkschaft, zum Ausbau der Ausbildungskapazitäten für unverzichtbar. Das gilt insbesondere auch für die Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen. Und das wird man natürlich dann erst wiederum diskutieren können und vielleicht auch müssen, wenn die Haushaltssperre aufgehoben ist und wir im Hinblick auf die Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen ab 2015 in eine positive Zukunft blicken können. Das bleibt abzuwarten. An dieser Stelle freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss und sage Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Finanzminister Dr. Walter